Jetzt mal wieder ein Vlog nach der FIBO. Ich zeige euch auch jetzt meine aktuelle Form. Wir haben heute den 22. April. Ja, Diät ist immer noch nicht fertig. Ich mache es jetzt nicht so extrem streng. Ich mache natürlich diese 500 Defizit und Fitbit. Aber ich war jetzt auch bei den Eltern gut essen. Dann morgen gehe ich auch fort mal mit Leuten, mit meinen Kumpels wieder. Ich werde auch was trinken. Ja, also alles mal jetzt etwas lockerer. Ich habe keinen Zeitdruck mehr. Ja, die FIBO war eben schon ein bisschen die ganze Zeit im Hinterkopf, obwohl ich mich ja eh mehr für die Prüfungen, auf die Prüfungen konzentriert habe. Und ja, aber man hat es dann trotzdem noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ah, man will doch eine gute Form darlegen auf der FIBO. Ja, Endform habe ich natürlich nicht gehabt, die habe ich sogar jetzt noch nicht. Die wird aber jetzt bald erreicht. Ich sage mal, wie es jetzt aktuell ist. Also viel fehlt nicht mehr, ja. Es ist schon viel trockener. Ihr seht jetzt auch hier die Katz. Ja, also ist auf jeden Fall schon ein deutlicher Unterschied jetzt noch zur FIBO. Also ist klar, jetzt viel besser die FIBO. Ich hatte wirklich nach der FIBO 2 Kilo mehr. Ja. Ich habe halt dort auch übelst viel gegessen, hat dann auch einen hohen Verbrauch. Aber egal, FIBO ist einmal im Jahr. Jo, was kommt in Zukunft? Also wie gesagt, ich ziehe meine Diät durch. Den Aufbau werde ich nicht mehr machen. Ich werde auch am Training was ändern, da ich auch nicht mehr aufbauen werde. Klar mache ich noch mein Krafttraining. Das Geile ist, ich glaube, vielleicht klappt es, Leute, dass ich endlich mal in einem Gym filmen darf. Also ich bin jetzt in einem anderen Gym. Richtig geiles. Da ist sogar ein kleiner Mini, ein orangener Mini, wo man dann Nackenheben machen kann. Ich trainiere eigentlich keinen Nacken, aber allein, was für Ideen die kommen. Ja, danach Human Flag zum Beispiel, das probiere ich nach jedem Training, bis ich sie kann, und ich werde sie können, verspreche ich euch, bis der Sommer kommt, habe ich das Ding drauf. Und ja, ich hoffe, das klappt dort mit dem Filmen. Das heißt, ihr werdet auch in Zukunft dann Videos vom Gym auf jeden Fall vorgelegt bekommen. Und ich werde auch jetzt, ich habe noch eine Prüfung und dann ist die rum und dann werde ich auch mit anderen Leuten auf jeden Fall was abdrehen, ja, Leute mal besuchen. Ich habe so viel, ja, Kollegen, sage ich jetzt mal, die ich halt auch besuchen wollte oder andersrum, und wir halt zusammen mal Videos drehen, was bestimmt auch für den einen oder anderen interessant werden könnte. Ja, bei mir ist im Moment noch normaler Wahnsinn. Hab Nachtschicht gehabt, hab eben hier ein Paket bekommen. Ja, auch schon ewig nicht mehr gesehen, dass ich hier mal ein Paket aufmache. Ich bin mir auch nicht komplett sicher, weil hier steht zum Beispiel Quest. Aber das kann nicht sein. Ich vermute oder ich ahne, was drin sein könnte. Das hat überhaupt nichts mit Quest zu tun. Was? Schon wieder was mit Quest? Nein, natürlich nicht. Was ist denn das? Krass. Zuckerfreies Protein. Das war es jetzt eher nicht. Genau, ich habe auf der FIBO die Leute von Energy Cake kennengelernt. Super sympathisch, ja. Und das Krasse ist, einer davon folgt mir schon länger und ist durch mich von Low Carb auf High Carb umgestiegen. Und ich habe die Teile ja so gefeiert, genau diese Zitronenmohn. Und er hat gemeint, ey, er schickt mir hier eine Packung. Und ey, ihr habt die, wo die Videos, das FIBO-Vlog gesehen haben, das ist der Shit, Leute, ja. Zitronenmohn, also da lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, ich meine, die mich länger kennen, die wissen, ich laber keinen Scheiß. Ich habe das gegessen, habe abgegeben, ja. Also ich hab eins gehabt und habe die ringsrum, die um mich standen, habe ich jedem ein bisschen was gegeben,
Ja, damit die es auch testen, weil ich war so vor dem Stand gestanden und habe nur gedacht, boah, das kann doch nicht sein. Ich meine, die Energy Cakes schmecken ja schon gut. Ich habe ja auch eigene gemacht, wo auch richtig geil geschmeckt haben. Aber dieser Zitronenmond, der ist schon heftig. Oh, eben klopft's. Mein Nachbar. Zurück. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob es diesen schon zu kaufen gibt. Also direkt nach der FIBO gab es noch gar nicht in den Shops erhältlich. Ich wusste auch gar nicht, dass die aus Österreich sind. Ich dachte immer, Energy Cake ist so eine Marke aus Amerika oder was. Auf jeden Fall, ja, sitzen die in Wien. Rocky, also mein Sponsor, der hat von denen auch alle möglichen Sorte. Checkt mal bei Rocky ab, ob sie mittlerweile die Zitrone Mohn haben. Und ja, aktuellen Code blende ich ja meistens sehr. Oder gibt es unten in der Beschreibung, da ist meistens da dieser 10% Code drin. Dann könnt ihr nochmal 10% sparen. Ich schwör's euch, Zitrone Mohn ist der Shit. Ja, ich habe jetzt noch Nachtschicht. Und ja, auf jeden Fall Arthur, wenn du das siehst, Dankeschön, tausend Dank. Damit fange ich dann jetzt auch bald an. Diät ist ja bald rum. Und dann kommt es mir auch gerade gelegen. Ja, ich werde jetzt vorkochen. Oder ich mache mir jetzt was zu essen. Meine Sonnenweizen-Feta-Pfanne. Das Video gibt es ja schon. Das habe ich auch. Das ist eins von den geilsten Meals auch im Kochbuch. Und ja, das haue ich mir jetzt rein. Und mache mir dann noch so eine kleine Nudelpfanne für auf die Nachtschicht. Dann habe ich mal wieder 2 Tage frei. Ich zeige euch dann gleich noch das Essen. Bis gleich. Jetzt hier Synchronkorn. Ich heiz schon mal das Wasser auf für das Sonnenweizen. Checkt das ab. Wie gesagt, Leute, ihr dreht ab, wenn ihr das esst. Ja, mit dem Schafskäse hier schon mal ein paar Nudeln. Die werden auch erhitzt. Das kommt alles für die Nudelpfanne. In dieser Feta-Pfanne kommt eigentlich nur das Salakis, eine Zwiebel, Cherry-Tomaten und Sonnenweizen. Das war's. Ich zeige euch dann, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, wow. Ich könnte direkt da reinspringen. Checkt auf jeden Fall ab. Sonnenweiten-Feta-Pfanne. Wirklich. Also das und die Schupfnudeln, das sind die Burner überhaupt. So, ich hau mir das rein und mache dann gleich hier weiter. Wirklich spitze. Leute, das ist die ganze Zeit im Hinterkopf habe ich diesen. Ich hätte die Kiste einfach runter in den Keller tun sollen, dann wäre Ruhe. Aber nein, ich habe erst gesagt, ich esse keinen. Aber ist mir jetzt scheißegal. Ich kann nicht. Ich habe es die ganze Zeit im Kopf. Ich habe jetzt schon 3300 Kalorien verbrannt. Wir haben 19 Uhr und ich gehe ja noch arbeiten auf die Nachtschicht. Habe, glaube ich, erst 2,7 dann mit den Mehls. Von daher, das passt auf jeden Fall. Wenn nicht, mache ich, dass es passt. Schaut mal denn jetzt. Ja, komplett rein. So, Leute, haut rein. Wir sehen uns. Ich hoffe, das klappt jetzt bald mit dem Gym. Und hier, die sind auch viel weicher, die neuen. Bis dann. Ich muss die Kiste ganz schnell weg hier aus dieser Wohnung bringen. Ja. Was ich noch sagen wollte, es kommt auch eine neue Reihe, ich werde Burger testen, ja. Ich werde dann in nächster Zeit, also wenn die Form steht, werde ich regelmäßig Burgerläden unter die Lupe nehmen, ja. Wird alles abgefilmt und ja, seid gespannt. Hier gibt es richtig viele geile Burgerläden sogar, in einem war ich ja mal. Und ja, also wir sehen uns.